So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier und willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen New Super Lucky. The sorcerer Jinx betrayed his friends and tried to steal our most powerful artifact, the Book of Ages. The Guardian Order stood together to fight against him. But in the battle that followed, Jinx banished those that opposed him. His spell scattered the Guardians to unknown worlds, stranding them far from Sky Castle. The few of us that remained took the book and ran. We spent years evading Jinx and his family of villainous children, the dreaded kitty litter. But we couldn't outrun him forever. Lyra, stay behind me, Lucky. Your little game of cat and fox is over, Swiftdale. There's nowhere left for you to run. We prepared to make our last stand in my homeworld of Foxington. But just when all hope seemed lost, something strange happened. The book reacted violently to Jinx's magic. Whether it did so to defend itself or to protect us, its pages scattered wildly in the storm it unleashed. The portal it opened was violent and unstable, pulling Jinx and his kitty litter to somewhere far from Foxington. But it wasn't the kitty litter the book wanted. Oh, Lyra, I'm slipping! Hold on, Lucky! I've got you! Before the portal closed, it took my little brother, Lucky, as well. Lucky, no! Without the Guardian Sigil, my team can't travel between worlds. We've been stuck here ever since that day. Waiting. I don't know where that portal took him, but I know that Lucky is still out there, somewhere within the book. My name is Lyra Swifttail, and I'm the current head of what remains of the Guardian Order. But this isn't my story. This is Lucky's tale. Ja, wir kriegen Achievements. Ja! So, und damit geht's los mit New Super, ja, Blackie's Tale. Erstmal das Allerwichtigste, was ich noch gar nicht angucken konnte. Untertitel 1, das passt schon mal. Lautstärke, machen wir mal. So, einfach ein bisschen leiser. Bildschirm ruckeln, ja, das ist okay. Vibration, Klammern, meine Tastatur, die möchte ich mal vibrieren spüren. Auflösung passt auch. Erweiterte Grafikeinstellung, Qualität angepasst, ja. Sehr, sehr gut erweitert. Ja, zwei Optionen. Okay, wir haben folgende Tasten. Wir können uns mit WASD bewegen, interagieren mit F, Schwanzhieb mit Shift, bisschen buddeln, springen, Kamera. Cool. Dann würde ich sagen, wir starten direkt. Okay, das mit der Kameraoption. Oh, die muss man extra steuern. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Oh. Multiplayer somehow. Es gibt unsichtbare Münzen. Gut, ich kenne das Spiel nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. Ist da noch was? Nee. Ach, keine Ahnung. Gut. Ich dachte, das wird irgendwie so Banjo-Kazooie-mäßig. Oder die Yooka-Laylee, was wir ja gespielt haben. Okay, das ist unser Schwanzhieb. Ja, lass erstmal hier den Link machen und... Das ist kein Multiplayer. Das sind
Ey, hier sind überall unsichtbare Münzen, wie geil. Kapitalismus schlägt rein. War ein sehr schönes Intro. Die Grafik gefällt mir auch mega, so was wir jetzt gesehen haben, wie das Ganze wird. Ich habe auch so ein bisschen Mario-Vibes tatsächlich. Diamond! Alter, den grabben wir mit. Ich habe keine Ja, gut, man wird einfach so reingeschmissen ins Spiel, aber ist ja jetzt nichts Schlechtes. So, hi, Kumpel. F. Oh, Mann. Greg, der Postgolem. Ich muss wohl schon komplett verrückt sein. Hinweg, du Hirngespinst. Gespinst, ich weiß, dass du hier nicht wirklich bist. Warte, du bist wirklich hier. Oh, mein Gott. Du bist real. Ich bin gerade so glücklich. Sorry, es ist nur Ewigkeiten her, dass ich mich zuletzt mit jemandem unterhalten konnte. Oh, Mann. Warte, ich kenne dieses Wächtersiegel. Du bist ein Swift-Tail. Grundgütiger, wo sind meine Manieren? Willkommen in Sky Castle, der früheren Heimat des Wächterordens. Ich heiße Greg und ich bin der Postgolem. Na, zumindest war ich das, ehe die Portale zu den anderen Welten verschwanden. Ich würde dir helfen, nach Hause zu kommen, aber ich bin, ebenfalls hier gefangen. Siegel hin oder her, in dem Buch scheinen einige Seiten zu fehlen, ohne die wir nicht reisen können. Weißt du, wenn dieses große Tor offen wäre, könnten wir die anderen Golems um Hilfe bitten. Vielleicht lassen sie uns herein, wenn du an der Türglocke da oben klingelst. Sie ist ein wenig schwer zu erreichen. Versuche den Schalter dort drüben mit dem Schwanz zu erwischen. Vielleicht kannst du den Pfad so finden. Okay, also das hier ist unsere Overworld quasi dann. Das ist kein Level. Aber irgendwie ist es doch ein Level. Oh, da haben wir wohl ein bisschen was kaputt gemacht. Okay, wir können, warte, Double Jump maximal. Space, Space. Ja. Und buddeln, graben können wir auch noch. Irgendwie. Ah ne, rollen. Rollen ist es. Somehow. Okay. Das Space... Left Control. Hä? Ach so. Ups. Ich habe gerade Shift statt Steuerung gedrückt. Ich Idiot. Lass mich rein! Nö, der morgt nicht. Left Control halten. Ah, okay, man kann. Ui. Aha. So, erstmal einen Garten umgraben. Nice. Aber warum sind wir schwarz? Existieren wir hier nicht wirklich? Oder ist das irgendwie so ja, keine Ahnung, Teer oder so? I don't know, aber das Spiel sieht auf jeden Fall schon mal mega, mega cool aus. Ah, achso, falls ich nicht gesagt habe, es ist ein Blind-Projekt, was man wahrscheinlich noch gemerkt haben könnte. Kann man hier so auch tauchen? Mach uns mal sauber hier. Nee. Wir bleiben dieses komische Schemen. Okay, und die Stampfattacke ist gar nicht mal so wirklich Stampfattacke. Oh, das ist ja auch cool, dass so und so dann rumslide. Oh, dann kann man so Sprung und in den Boden. Arr! Master Mittens. Was ist das? Ein Schurke, der das rechtmäßige Eigentum von Jinx und dem Kätzchenrudel stehlen möchte? Wipp, wipp, wusch, mach dich bereit, denn du wirst den Zorn von Mittens, Meister des... des... Warte, dieses Siegel, bist du ein Wächter? Oh, wie sehr ich auf diesen Tag gewartet habe. Ich hätte zwar jemanden Größeren erwartet, aber vielleicht könntest du mein Erzfeind sein. Jeder Held braucht einen Widersacher und vielleicht wirst du zu meinem... Achso, du bist der Held. Okay. Aber zuerst muss ich als dessen würdig erweisen. Ich warte in Sky Castle auf dich, winziger Rivale. Aber fürs Erste... Ich verschwinde. Piu. Hey du, also diesen Kopf. Der große Golem hielt gerade ein Nickerchen, als Sky Castle angegriffen wurde. Meine Brüder und ich hatten gerade genug Zeit, die Kleeblattseiten zu verstecken, die wir gefunden haben, ehe uns diese seltsame Katze unsere Köpfe abschlug. Heb mich auf und bring mich rasch zurück zu meinem Körper. Wir müssen den großen Golem aufwecken, wenn wir diese bestialische Katzending aufhalten wollen. Okay, aber zuerst... Yahoo! Das ist richtig cool mit dem... Springen und zack, abtauchen. Man kann ja überall abtauchen, also... Eigentlich brauchen wir gar nicht mehr so an der Oberfläche zu sein. Okay, das da ist dann wahrscheinlich ein Checkpoint.
F. Okay. Ah! Achso, okay, wir brauchen noch zwei Köpfe. Ja, transferiere deine Seele. Sehr gut. Okay, und? Man kann halt nur tauchen, wo man tauchen kann, ne? Graben. Boah, warte. Dich normal schlagen. Ein U! Ja! Da sind wir ja Lucky! Woo! Ich weiß nicht, ist das jetzt so ein Leveln unterteilt oder... Keine Ahnung, du. Jetzt auf jeden Fall lebt. Warte, ihr seid... Seid ihr gefährlich? Ihr seid Feuer. Feuer ist doch meistens... Ich hab eine Kugel. Oh, ist das ein Leben? Was kann ich mit der Kugel denn anstellen? Oder ist sie jetzt auf dem Kopf? Ich meine, ich kann nicht damit springen. Ach, da oben. Ja, das ist jetzt blöd. Ah, hehe, ich kann sie so ein bisschen grob hochheben. Ein edler Stein. Und? Was? Was ist da unten? Habe ich dir gesagt? Oh, ich konnte es nicht lesen. Was ist hier unten? Überspringen. Nee. Mittens! Okay. Mittens ist eine Blume. Er hat eine Blume beschworen. Voll die Mario-Vibes, ey. Echt jetzt. Well. Und... Also sind das hier alles Lootboxen oder was? Hä? I mean... Warte, ich hole erstmal den Diamond. 300 Münzen! Yay! Und das gibt mir keine Ahnung was. Hä? Wir haben irgendwas... Hä? Eine versteckte Seite. War das die versteckte Seite? Besser ist es. Cool. So, die können hier von mir aus ein bisschen... Ups, rumspucken. Wir nehmen mal das... Das ist ein Leben, oder? Ah, okay, links oben ist die Leben. 7 Leben haben wir. Und so ein Herz, aber... Herz tut Schmerz. Da ist der Golem im Kopf. Knack! Was kann man hier noch machen? Da ist es! War das das K? Ich hab's nicht gesehen. Ich bin noch ein bisschen zu blöd für die Kamera. Komm, das war das K. Aber dann kann man doch hier auch rein. Ah ne, das ist der Ausgang. Nevermind. Die Münzen von Gegnern hebt's automatisch auf. Sehr schön. Dann machen wir dann... Der Riesenpost-Golem, einfach bester Mann. So, und... Das ist auch eigentlich sehr nice, dass man die Kamera komplett selber steuern kann. Man hat zwar mehr Aufgaben, aber... Im Endeffekt kann man sich dann nicht beklagen, dass die Kamera nicht das tut. Was will ich sagen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin ruhig und schnapp mir noch das C. Dann fehlt noch das Y. Da sind noch zwei große Münzen drauf. Okay. Aber... Ups. Hallo? Komm ich hier nicht? Ah! Okay, keine Ahnung. Du? Vielleicht ist das Y hier drin. Okay. Zeitlich begrenztes Angebot. Warum sind die alle andersfarbig? Halt, ich will alles.
Yay! Oh, und das gibt dann auch nochmal einen fetten Diamond in the Sky. Jo, raus hier. Oh, wenn ich 300 Münzen hätte, würde ich sie dir geben, weil du mein bester Freund bist. Also immer 300 Münzen, sind noch eine extra Seite. Okay. Oh, da ist der Schädel. Aber erstmal so ein Rückweg wäre vielleicht ganz nice. Oder? Wollt ihr uns ein... Aber wahrscheinlich gleich, wenn wir den... Ah! Das K. Hä, aber das K haben wir doch schon. Haben wir nicht? Da ist ein... Wait. Mit Optionen. So. Lucky, der Glückspilz. Okay, da haben wir alles. Haha. Das gibt auch nochmal eine Seite. Also 300 Münzen, das Lucky geben jeweils eine Seite. Dann gibt es im Level noch eine versteckte Seite. Und eine offizielle Seite. Also 4 Seiten pro Level. Circa, plus minus. Wie viele Seiten gibt es insgesamt? I have no clue. Und eigentlich wollte ich das Ding hier noch aufmachen, weil... Da sind Münzen. Aber... Hä? Wofür ist das denn hier? Ist das einfach nur für zum hier rüberspringen oder was? Ich bin so verwirrt. Wie mache ich den Käfig auf? Hallo, da sind Münzen. Aber naja, da ist kein Buchstabe drin, also. Okay, ja. Gehen wir einfach weiter. Der Schwanzschlag bringt mich auch nochmal so. Ja, schenkt auch nochmal so eine Millisekunde Zeit. So. Auch mitnehmen. Gott, ist der schwer, Mann, als wäre er aus Stein. Flachwitze sind auch wieder in diesem Projekt inklusive. So, Nummer 3. Schlag auch du mal deinen Schädel an. Der schenkt uns die super Lucky Page. Zeit wollte ich schon sagen, aber ist ja Page. Yeah! Level abgeschlossen. Die Münzen, aber locker. Versteckte Seite. Er ist auch da. 100% erledigt. Ehre. Enter fortfahren. Chip schon getroffen? OMG. Er ist der Beste. Oh, der ist so heiß. Oh mein Gott. 4 von 22. Nur 22? Und das war dann schon das Game oder was? Hm. Wie bist du so schnell hergekommen? Egal, du bist winzig. Ich werde deine Herausforderung also annehmen. Wenn du die Seiten von mir findest, dann werden wir kämpfen. Ich freue mich auf deine kommende Niederlage, aber jetzt Katsching! Ich verschwinde. Wow, das war heftig. Hm, hier sollte es eigentlich überall von Golems wimmeln. Denkst du, die Katze hat alle verschreckt? Wieso suchst du nicht nach Mitten zu den Kleeblattseiten, während ich die Gegend auskundschafte und herausfinde, was los ist? Aber gibt's da echt... Und das wäre schade, wenn das nur so kurz gehen würde. Oh, eine Münze.
Aber irgendwas können wir ja damit auch noch machen. Aquädukte, da könnten wir rein. Hol das Stöckchen. Ah, ein Shop. Jo, schön hier mal ein neues Gesicht zu sehen. Willkommen im Quartiermeister Giovannis Versorgungsstation. Komm jederzeit vorbei, um dein Erscheinungsbild aufzuwerten. Ja, ich würde gerne hier mal irgendwie Farbe bekennen. Das kostet alles zu viel. Nee, dann bleiben wir so. Okay, hol das Stöckchen. Immer 4, aber das ergibt ja also dann theoretisch 5 Level und 2 extra Seiten. Aber das kann ja auch nicht so sein, oder? Was haben wir hier? Noch extra Herausforderungen. 4 Level und extra Herausforderungen? Keine Ahnung. Das erkunden wir im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.